Herzlich willkommen auf Multilaser und ein neues Taschenlampenvideo. Und zwar hat sich die Firma True Night bei mir gemeldet. Hatten wir ja schon lange keine Taschenlampen mehr. Und zwar haben sie die neue TC20V2 rausgebracht. Ich habe euch damals die TC20 gezeigt mit 3800 Lumen. Hier haben wir jetzt das neue Modell V2 mit 4000 und ein paar zerquetschte Lumen. In der CW kaltweiß, nicht warmweiß. In Black, es gibt die noch in Desert Tan und in Metal Grey. Ich habe sie in Black. Wir gucken uns das gute Stück mal an. Und dann gehen wir auch gleich mal raus mit ihr. Feuchtes Kissen. Einmal die hübsche True Night in der V2-Variante. Wirklich hübsches Gerät. Hat sich ein bisschen optisch verändert gegenüber der TC20. Großer Spiegel, große LED mit ordentlich Power. Den berüchtigten Knopf, der uns anzeigt, Batterie voll oder leer. Auch Ladeanzeige. Und was ich richtig stark finde, die Neuerung ist, wir haben endlich USB-C zum Aufladen und nicht mehr diesen Micro-USB. Richtig geil. Feier ich tierisch bei Taschenlampen. Dann haben wir noch Zubehör mit dabei. Und zwar einmal das berüchtigte USB-C-Kabel. Musste ich schon rausholen. Hier ist das ein bisschen dünner, dass es hier auch reinpasst. Da passt nicht jedes Kabel. Und dann haben wir noch mit dabei Bedienungsanleitung, Dankeskarte, Garantiekarte und eine Giftcard. Und typisch für True Night Ersatz und Zubehör. Das gucken wir uns mal kurz an. Das finde ich immer bei True Night richtig stark. Da gibt es Zubehör und Ersatz. Und zwar einmal das schöne True Night Lanyard, was man verstellen kann in der Handschlaufe. Finde ich mega gut. Funktioniert auch toll. Wir haben hier unten am Boden die Einschlaufung dafür. Dann haben wir nicht nur eins, nein, wir haben zwei zusätzliche Ersatzknüppel, weil diese Pönüppel, ihr kennt das, ihr habt das öfter mal. Ihr macht den auf, seid ein bisschen gestresst oder genervt, zack, reißt euch dieses Pönüppel-Ding ab und dann habt ihr hier einfach mal zwei mit dabei. Finde ich mega nice, echt top. Dann ein Ring, Metallring, um den hier ranzumachen. Geil. Ein Ersatztaster für den Knopf, falls der kaputt gehen sollte. Das ist so mega geil von True Night mit ihren Ersatzteilen. Und dann nochmal zwei Ohrringe. Finde ich auch nice. Also ich kenne keinen Hersteller, der so viele Ersatzteile mit dazu gibt und Zubehör für seine Taschenlampe, weil ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum denn zwei? Hier haben wir den starken Akku, 26650 mit 5000 mAh, 3,7 Volt, fetter Oschi, also wirklich dicke Batterie, Wahnsinn. Ist übrigens die gleiche Batterie wie beim alten Modell auch. Dann haben wir einmal den Boden mit einer schönen, harten, stabilen Feder, ordentlich verarbeitet, Flugzeug, hart anodisiertes T6 Aluminium. Und hier sehen wir Dichtungsring 1, Dichtungsring 2. Den Taster könnt ihr hier übrigens aufmachen, das heißt, ihr könnt hier mit einem vorsichtigen Werkzeug könnt ihr den Knopf aufdrehen und könnt den Taster tauschen. Ich möchte euch kurz was zeigen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Mac Army, das ist diese hier. Und hier ist leider das Problem, dass der Knopf kaputt ist. Seht ihr das? Es funktioniert nur manchmal und manchmal geht sie an, manchmal nicht. Und hier wäre jetzt zum Beispiel ein Ersatzteil nicht schlecht. Haben wir aber nicht. True Night sagt sich, wir geben alles dazu. Mega. Mega. Finde ich geil. Ich liebe True Night. Verarbeitung von innen. Also wirklich top. Kann man nicht meckern. So, das war einmal der Ausbau der Taschenlampe. Ich schraube das Ganze jetzt wieder zusammen. Die Gewinde, butterweich. Butterweich. Also ich finde die True Night Sachen einfach mega geil. Gehärteter Ring und wir schalten die Taschenlampe ein und sie funktioniert sofort. Blaue LED zeigt uns an, voller Akku. Gedrückt halten, Moonlight-Modus. Dann gedrückt halten, erster, zweiter, dritter. Und dann geht es wieder runter. Doppelklick, Turbo-Modus. Wir schalten um. Erster Modi, zweimal drücken, Turbo, noch zweimal drücken, Flashlight.
Wie funktioniert es? Da muss ich dann viermal drücken, wenn ich die Taschenlampe einmal anschalte. 1, 2, 3, 4. Nee. Okay, wir kommen in den Flash-Modus nur über den Turbo-Modus. Das heißt Turbo-Modus und noch zweimal drücken. Okay, das ist ungewöhnlich. Aber okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Zubehör habt ihr gesehen. Und wir gucken mal, was diese 4000 Lumen hier auf dem Feld bringen. Bis gleich. So Leute, wir sind draußen mit der TrueNight TC20V2. So handlich ist das kleine Stück. Hat einen riesen Reflektor. Und ja, wir sind hier wieder Casio-Gelände. Und ich werde euch mal einblenden, wie riesig dieses Gelände ist, damit ihr mal eine Vorstellungskraft habt, wie stark diese Lampe das hier ausleuchtet. Wir waren ja vor kurzem erst mit einer anderen Lampe hier. Und wir testen jetzt mal die Lampe. Wir gehen in den Firefly-Modus. Wir haben den gerade an. Sieht man hier, brauche ich nicht viel sagen, ist so Moonlight-Modus, Firefly-Modus etc. Den benutzt man, um nicht die Nachtblindheit nicht aufzuheben für die Augen. Ist absolut in Ordnung. Dann gehen wir Stufe 1, das ist Low. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. Wir haben so ungefähr einen Meter Radius und einen ganz weichen Ring außenrum, also einen ganz weichen Kegel außenrum. Ich würde sagen, dass der schon fast zum Spazierengehen reicht. Er ist mir aber noch einen Tick zu schwach, deswegen, wir gucken mal hier auf die Hauswand. Man sieht ihn aber schon an der Hauswand, ich weiß nicht, ob man es auch auf der Kamera sieht, aber man kann den schon an der Hauswand sehen, ist schon ziemlich stark. So, dann gehen wir mal in den zweiten Modi, zack, der ist optimal zum Spaziergehen. Riesenkegel, wenn ich jetzt mal ein bisschen so nach oben gehe, wir haben einen riesen Lichtkegel, das haben wir dank diesem großen Reflektor von der Lampe zu verdanken. Und außenrum haben wir einen richtig schönen weichen Kegel. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mal so einblenden kann. Da, wo der Schatten ist, im Sand, da seht ihr diesen weichen Kegel von meiner Hand. Das ist dieser weiche Kegel. Hier in der Mitte haben wir den Spot und hier ist dieser weiche Kegel an der Seite. Und das ist wirklich schön gemacht. Wir gehen mal an die Hauswand. Ich werde euch die Lumenzahl mal aufschreiben. Jetzt sehen wir auch deutlich auf der Kamera die Hauswand, wie groß die Ausleuchtung ist. Und unten auf dem Boden diesen richtig schönen weichen Kegel. Also schönes Ausleuchtungsbild, muss ich sagen. Richtig toll. Gehen wir mal hier die Wand entlang und gucken mal, wie weit. Oha, okay. Ich kann sogar bis zu den Bäumen da hinten schon was sehen. Kameramäßig wohl nicht. Ich komme mal wieder runter. Jetzt gehen wir in den dritten. Und zack, jetzt sind wir im dritten Modus. Jetzt haben wir einen richtig hellen Kegel, also wirklich einen hellen Kegel. Der ist verdammt riesig, ihr seht das da so ungefähr, wenn die Kamera mal nach rechts geht, wo der kleine Schatten ist. Hier bis hierhin geht der Kegel, das seht ihr hier an meiner Schattenhand, bis in die Mitte. Das ist ein Riesenkegel. Gehen wir an die Wand, da seht ihr auch das ganze Gebäude schön ausgeleuchtet. Riesenlichtkegel, also wirklich Wahnsinn. Gehen wir mal die Hauswand entlängs. Und die Reichweite ist hier mit 300. Jetzt sind wir da hinten bei den Bäumen. Wir können deutlich die Bäume sehen. Ich denke auch auf der Kamera. Und ja, das sind 300 Meter im Turbo-Modus. Wir gehen jetzt mal in den Turbo-Modus. Das heißt, wir gehen aus dem Schwachen jetzt in den Turbo. Zack. Und gehen jetzt nochmal auf die Bäume. Und jetzt kann man doch hoffentlich da hinten die Bäume auf der Kamera sehen. Wenn ich mal ein bisschen höher gehe. Da hinten sind die Bäume, Hauswand. Ja, kann man deutlich sehen. Die Baumreihe. Also ein riesen Lichtkegel. Und jetzt können wir mal den ganzen Platz hier mal kurz. Da hinten ist was gebaut. Und jetzt guckt euch mal an, die Taschenlampe, auch das Parkplatzgebäude, hinten wird ausgeleuchtet. Ihr seht das, wenn ich da hochschwenke, das ganze Gebäude von Casio, hinten wird ausgeleuchtet. Der ganze Platz wird ausgeleuchtet. Und ja, ihr habt den Platz ja gesehen, wie riesig der ist. Und diese Taschenlampe macht aus diesem Platz einfach, das ist einfach Wahnsinn. Aber ich spüre auch hier, die Taschenlampe wird extrem warm. Wir sehen den Indikator blau, aber hier vorne in dem Bereich bis zum Leuchtpunkt deutliche Wärme. Die Taschenlampe regelt hier auch nach 220 Sekunden runter auf 1700 Lumen und dann wird sie immer schwächer. Es fängt, glaube ich, langsam schon an, aber ein Riesenlichtkegel. Wahnsinn. Also hier spürt man nochmal die 4060 Lumen oder so, die hier drin sind. Irre. So, wir halten sie jetzt mal so lange noch fest, bis sie runterregelt. Und dann richte ich mal auf die Bäume und dann gucken wir mal, wenn die runterregelt. Ich merke deutlich die Wärme, also das geht jetzt schon weiter unter den Druckpunkt. Die Wärme zieht sich bis zum Griffstück jetzt hin. Also echt warm, aber hält die Leuchtkraft, muss ich sagen. So, wir halten mal und dann gucken wir mal, wie die 4000 Lumen langsam runterregeln auf 1700 Lumen.
So, mal kurz reingeschnitten, da die Taschenlampe länger braucht bis zum Runterregeln. Ich kann sie kaum noch anfassen, also die ist wirklich extrem warm. Sehr unangenehmes Gefühl, aber sie hält immer noch die 4060 Lumen. Ich gucke gerade mal so auf die Bäume gerichtet. Aber es ist extrem heiß. Ich hoffe, dass sie jetzt langsam mal runterregelt. Aktueller Status. Sie ist immer noch extrem hell. Ich halte sie jetzt nur noch hinten an der Kappe fest. Der ganze Griff ist schon extrem warm. Ich hoffe, dass die Lampe jetzt langsam mal runterregelt, was sie immer noch nicht tut. Ich glaube, ich muss hier gleich das abbrechen. Ich kann nämlich nicht mehr halten. Abbruch. Ich kann die Lampe nicht mehr halten. Ich muss sie jetzt ausschalten. Ich kann sie nicht mehr halten. Ich muss sie sogar hinlegen. Boah. Uiuiuiui. Okay. Die Tuna liegt jetzt da. Warum liegt sie da? Sie ist ultra heiß. Ich versuche mal kurz. Oh nee, geht gar nicht. Also ich kann sie nur hier hinten anfassen. Sie ist extrem warm geworden und ich konnte langsam nicht mehr. Der ganze Körper ist extrem warm. Ja, sie kühlt aber schon wieder aus. Hier vorne ist kann man nicht anfassen. Die wird extrem heiß bei 4000 Lumen. Ich finde es krass, dass die wirklich so lange durchhält und nicht runterregelt. Wahnsinn, wie warm sie wird. Wie gesagt, hier das ganze Griffstück wird unerträglich warm, sodass ich sie nur noch hier hinten anfassen konnte. Und jetzt eben gerade zum Ende hin konnte ich sie gar nicht mehr anfassen. So, bevor wir beenden, noch einmal den Strobe-Modus. So, wir haben sie jetzt abgekühlt. Wie machen wir den Strobe-Modus an? Der ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Man muss erstmal in den Turbo-Modus. Und man kommt nur vom Turbo-Modus mit zweimal drücken in den Strobe-Modus. Ansonsten kommt ihr nicht anders in den Modus. Wenn ihr jetzt in, sagen wir mal, in dem ersten oder zweiten Modi seid und wollt dann in den Strobe-Modus, geht nicht. Na, sobald ihr zweimal drückt, schaltet er den Turbo ein. Und erst wenn der Turbo an ist, dann geht erst der Strobe-Modus. Da finde ich, da muss TrueNight unbedingt nacharbeiten bei der Geschichte, weil man kann nicht immer in den Turbo-Modus und dann erst in den Strobe-Modus. Das geht gar nicht. Jetzt möchte ich euch noch kurz was zeigen. Ihr habt ja die Lichtausbeute gesehen. Die 300 Meter schafft sie ohne Probleme mit 4000 Lumen. Schöne handliche Lampe, die aber bei 4000 Lumen extrem warm wird. Das heißt, ihr könnt sie höchstens 1-2 Minuten anhaben und dann wird sie unerträglich warm, dass ihr sie nicht mehr halten könnt. Ich kann mir vorstellen, dass es im Winter sehr angenehm sein wird als Handwärmer, weil die, wie gesagt, die Taschenlampe ist extrem warm. Aber im Sommer unerträglich. Also wirklich Wahnsinn, dass der ganze Griff hier auch warm wurde und sie einfach nicht runtergeregelt hat. Da machen das andere anders. Jetzt haben wir hier noch die etwas ältere Katapult V6 von TrueNight. Und ich möchte euch einfach mal den Unterschied zwischen einer großflächigen Lampe und einer Spotlampe zeigen. Wir haben ja hier auch einen riesen Kegel, aber ihr seht zwischen den beiden Lampen, hier ist mal der Moonlight-Modus, ihr seht hier auf der rechten Seite ist die TC20 und auf der linken Seite ist die Katapult und ihr seht, der Spiegel ist anders geformt. Wir haben hier eine großflächige Lampe mit der TC20 und hier eine Spotlampe und ich zeige euch das jetzt mal. Die Spotlampe richten wir mal auf die Wand. Da sehen wir schon im Low-Modus den Punkt, den können wir auf der Kamera sehen. Eins, zwei, drei und ihr seht den kleinen Spot. Und jetzt gehe ich mal aus dem schwachen Modus in den Turbo rein. Zack. Und jetzt haben wir eine Art Spotterlampe. Und ich zeige euch jetzt mal, was der Unterschied nämlich zwischen einer Spotlampe und einer Flächenlampe ist. Wir haben jetzt den Spot und jetzt guckt euch den Spot an. Und damit können wir richtig weit leuchten. Und die V6 Katapult ist eine übelst starke Lampe. Und da können wir auch komplett Casio hinten anleuchten, das Gebäude. Da kommt die Kamera gar nicht mehr drauf klar. Einmal kurz runterholen. Und wieder da hinten hin, da können wir sogar das komplette Gebäude anleuchten. Das Parkhaus richtig, ihr seht richtig den Spot, den die Lampe raushaut. Das ist wie ein Lichtschwert, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, und das ist der Unterschied zwischen einer Spot und einer Flächenlampe. Ihr seht auch, der Spot ist punktuell und geht nicht so großflächig. Das heißt, wir haben wenig Fläche. So, und jetzt gebe ich mal die Kamera kurz ab. Und jetzt schalte ich mal die TC20 dazu und dann seht ihr den Unterschied. So. Und hier ist die TC20 Riesenkegel und hier die Katapult als Punkt. Beides TrueNight-Lampen, aber ihr seht in der Entfernung, wenn ich jetzt mal, wenn wir da hinten hinleuchten, die Katapult kann schön den Zaun ausleuchten und unsere TC20 macht das großflächig. Ja, da habt ihr mal so einen Unterschied zwischen den beiden Lampen. Ja gut, das war's mit der TrueNight TC20 im Test. Wie gesagt, wurde extrem warm. Wahnsinn, wir sehen uns auf dem Schreibtisch wieder.
So, da seid ihr wieder. Das Zubehör habt ihr ja gesehen. Ihr habt auch eben gerade den Test gesehen von der Lampe. Ich muss sagen, das Zubehör, ich muss da nochmal kurz drauf zurückkommen. Ich finde das einfach mega gut. Kaum ein Hersteller oder selten habe ich das erlebt, dass ein Hersteller Dichtungen und alles mit dazu packt, weil es doch öfter mal vorkommt, dass die Taschenlampen die kleinen Schalter, die wir hier haben, verlieren oder dass die Ringe nach ein paar Jahren brüchig werden. Finde ich immer noch mega. Typische Tunite-Tasche hier mit Strats. Die Taschen von Tunite sind gut, funktionieren, sind okay verarbeitet. Hier mit Gürtelschnalle, Anhänger. Ist jetzt nichts Großartiges, aber es ist eine Tasche. Absolut in Ordnung. Ja, ihr habt die Leistung gesehen. Diese Leistung will auch gebändigt werden. Und zwar mit ein paar technischen Daten. Die blende ich euch jetzt hier mal schön ein. Wir haben eine Cree XHP 70.2 LED verbaut. Das Material ist T6 Aluminium, hart anodisiert, Stufe 3. Wir haben eine Maße von 119 mm. Am höchsten Punkt haben wir eine Breite von 42 mm. Am tiefsten Punkt 33,5 mm. Wir haben ein Gewicht von 143 Gramm ohne Batterie. Wir haben eine Wasserdichtigkeit nach IPX8 bis 2 Meter und eine Stoßresistenz von 1,5 Metern. Wir haben eine maximale Reichweite von der Lichtkapazität 299 Metern. Der Indikator der Taschenlampe, den wir hier haben, ist blau, leuchtend 100% bis 21%, rot 20% bis 11%, rot blinkend 10 bis 1%, aus 0. Ja. Und das war's zu dieser technischen Sache. Ich muss sagen, die Taschenlampe gefällt mir wirklich sehr gut, weil wir eine kleine, kompakte Lampe haben, die wirklich mega gut leuchtet, auch warm wird, keine Frage. Aber ich finde sie handlich, toll für Tunite-Verhältnisse. Endlich USB-C, also darauf habe ich so lange gewartet, auf USB-C endlich. Typische Tunite, super geile Verarbeitung. Ich liebe die Tunite-Lampen einfach. Sind wirklich tolle Lampen. Und ja, wer so eine Taschenlampe braucht, der sollte zugreifen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.